Willkommen zu einer spielend leichten Folge Pokémon Gelb. Richtig, und wo sind wir natürlich? Richtig, an der süchtigsten Stelle in diesem Spiel, nämlich den Slot-Automaten. Wir reden mal ein bisschen mit den Typis. Hallo. Ja, man wird schnell davon abhängig, warum nicht auch einem 6-jährigen Kind verkaufen. Und ja, auf dem Boden solltet ihr euch etwas umsehen, denn ihr findet auch Alsmar gelegentlich Münzen. Und ja, es gibt viele Stellen, wo ihr Münzen findet. Ich glaube, hier gibt es auch noch welche. So, jetzt haben wir schon 50 Münzen auf dem Boden aufgelesen. Warum nicht, ne? Natürlich gehört die Team Rocket, aber das ist unser kleines Geheimnis. So, finde auch hier 10 Münzen. Und auch hier finden wir 10 Münzen, warum nicht? Und ich erhalte von diesem netten Kerl auch 10 Münzen. Und hier liegen auch mal so gammelige 10 Münzen rum. Meine Güte. Achso, der sagt mir nur, dass es abhängig macht. So. Irgendwo waren hier noch 100 Münzen. Komm, wo sind die 100 Münzen? Ich will meine 100 Münzen. Ah, seht ihr, da hätte ich jetzt fast 10 Münzen übersehen, weil da Pikachu drauf stand. Böses Pikachu. Du willst nur, dass ich nicht zocke, Pikachu, aber das machst du gut. Hast ja auch recht, Glücksspiele sollte man eigentlich nicht spielen. Und da sind die 100 Münzen, die ich gesucht habe. So, hier liegen bestimmt auch noch Gangmünzen rum. Ich glaube, es gibt noch irgendwo 40, soweit ich mich erinnern kann. So, und von dem halte ich auch noch 20 Münzen. Eieiei, jetzt bin ich hier rausgegangen. Das wollte ich natürlich nicht. Hey, aus der Spielhalle geht man nicht raus. Auch von dem lieben Kerl halte ich 20 Münzen. Also wenn man in der realen Casino geht, kriege ich, glaube ich, keine 2 Euro von irgendeinem Typen geschenkt. Aber gut. So, hier liegen tatsächlich 20 Münzen noch rum. Ja, man kann diesen Typ hier auch von der Seite ansprechen in der ersten Generation. Verschwinde von dem Poster oder ich muss... Was? Ich habe doch nur mit dir gesprochen! Der erste Kampf in der Folge gegen Team Rocket. Das erste Radikal wird eingesetzt und das ist Level 20. Ja, die Arena hätte ich eigentlich später machen können, aber ich wollte zuerst die Arena machen. Und ja, Schnitzer landet mal wieder ein Volltreffer. Wuhu! Zubat wird eingesetzt. Und auch das Zubat ist hinüber. Also man kann schon wirklich sagen, 99% der Schlitzer machen wirklich einen Volltreffer. Ja, renn mal gechillt weg, ne? Hm, mal sehen. Ah, da ist eine Treppe, eine ganz geheime. Oh. Team Rocket Hauptquartier. AP Plus. Mann, wo ist hier das AP Plus? So. Ich habe doch gedacht, irgendwo muss doch hier irgendwas noch sein. So, das AP Plus werden wir gleich verwenden, denn es gibt relativ viele Items hier zu finden. Und jetzt ratet mal, welche Attacke ich erhöhen werde. Hm. War wohl absehbar. So, ich glaube, hier müsste auch ein Rocket gleich sein. Und ja, du hast mich gesehen. Du hast aber hier Mut, dich hier einfach mal hier aufzuhalten. Na, na, na. Team Rocket möchte kämpfen. Setzt Radikal ein, das Level 21 ist. Und Glutexo setzt Schlitze ein und ich würde mal sagen, Radikal, tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. 522 Erfahrungspunkte und auch da wird wieder ein Radikal eingesetzt. Und das ist natürlich ein enormer Fehler, denn Schlitze macht schon wieder einen Volltreffer. Wow! 35 und über 100 KP. Das ist gut. Gefällt mir, Glutexo. Gefällt mir, gefällt mir. So, aber da du schon über 100 KP bist und die anderen Pokémon noch ein bisschen hinterherhinken, werde ich mal sagen, Diktril nach vorne, bitte.
Und ratet mal, welche Attacke Diktri auch noch lernt, die ich mache. Richtig, Schlitzer lernt Diktri. Und Fluchtseil habe ich bereits im Inventar. Also hätte ich dieses Fluchtseil eigentlich gar nicht gebraucht. So, hier gibt es einen weiteren Rocket. Wie kommst du denn hierher, Kleiner? Böser Junge. Spazierst einfach ins Rocket-Lager rein. Das erfordert Bestrafung. Huhuhu. So, ein Traumato wird eingesetzt. Warum nicht? Und tschüss. Pfund. Und Pfund geht daneben. Und Schaufler ist auch enorm stark. Und oh, Diktri haben nicht viele Erfahrungspunkte gefehlt bis Level 33. So, und Fuß geht ebenfalls daneben. Und wieder Schaufler. So, und besiege Team Rocket. Woo! Ah, geschlagen! Ich hab dich doch gar nicht geschlagen. Werft er mir hier auch noch Gewalt vor? Leute, Leute. So, mal gucken. Ach ja, da kommen auch gleich meine Lieblingsteile. Der Boss sagt, das Silphscope macht Geister sichtbar. Hört sich interessant an. Ich mag Geister. Und der Typ hat 5 Pokémon. Fängt mal mit einem sensationell starken Zubat Level 17 an. Ich würde mal sagen, das schreit nach Kratze. Und ja, Kratzer macht auch einen Volltreffer. Wow. So, Smogon kann kein Schwebe. Deswegen kann ich Smogon bedenkenlos mit Schaufler angreifen. Das ging nur in der ersten Generation. Und auch Schaufler macht Volltreffer. Sag mal, Diktri. So, Slimer. Zerschneider. Und alles, was ich einsetze, landet irgendwie ein Volltreffer. Warum denn nicht? So, nochmal Zerschneider. So, das ist der erste Nicht-Volltreffer, den es mal in dem Kampf gibt. Mal gucken. Oh, das hat nicht gereicht. Die Route schlug fehl. Tja, war wohl nichts mit Routenschlag. So, und besiege Team Rocket. Uhuhu. Ich ergebe mich, Feigling. So, jetzt rotieren wir uns ein bisschen. Und ja, ihr seht, das geht enorm schnell. Ich muss mich dafür jetzt entschuldigen, aber ja. Leider geht das jetzt nicht schneller. So, das heißt erstmal Items aufsammeln. So, hier müsste es irgendwo noch einen Mondstein geben. Ha, und den finde ich gleich. Ich wollte gerade sagen, irgendwo gibt es hier noch einen Mondstein. Ein Sonderbonbon gibt es, glaube ich, auch. Eine TM müsste es, glaube ich, irgendwo noch geben. Ist das die TM? Oh, jetzt habe ich schon ein zweites Nugget. So, mal gucken. So, gehen wir einfach hier die Abkürzung. Und dann gehen wir hier lang, damit wir das Item aufgabeln können. Und das war tatsächlich ein TM, TM 7. So, mal gucken. So, ich muss irgendwie da runterkommen, ja, dass ich da... So, dann nehmen wir das obere. So, da könnte ich jetzt runter, aber ich glaube, da gibt es hinten noch irgendwo ein Item. Deswegen gehen wir erstmal da lang. Oh, und da ist ja hier... versehentlich zwei solcher Felder gibt, gehen wir auch mal versehentlich auf das zweite Feld drauf. Mal gucken, was das ist. Sonderbonbon. Ach, Supertrank. Jetzt habe ich gedacht, das wäre irgendwas Besonderes. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Jetzt müssen wir einfach den ganzen Weg nochmal gehen. So, jetzt gehen wir da lang. Alles ein bisschen verwirrend irgendwie. Hier, hier. Das dreht sich wunderbar mit. Ich finde das genial. Falls ihr diese Dreheffekte toll findet, in meinem Let's Glitch-Video seht ihr außerdem auch, wie das ihr permanent einsetzen könnt. Das ist wirklich unglaublich, dass es so einen Glitch gibt, dass man den permanent einsetzen kann. Also ihr müsst das mal unbedingt ansehen, wenn ihr wollt.
wollte nur drauf verweisen. Ist wirklich cool. Solltest mal unbedingt ausprobiert haben. Ich find's nur genial, wie er sich da mit dem Fahrrad dreht. So, Team Rocket setzt Radfratz ein. Level 19. So, ich setze Dictry ein. Fangen wir mal mit Zerschneider an. Und es reicht für Radfratz. Aber für Radikal nicht. Deswegen wechsle ich auf Schaufler. Und ja, schlauerweise sitzt natürlich noch Hochzugkeep hinterher ein. So, Dictry müsste doch auch allmählich mal Level 34 erreichen, oder? So, der Hypezahn geht daneben. Und das Radikal ist wenigstens schlauer und setzt diesmal keinen Hochzugkeep ein. Kann ja auch mal aus seinen Fehlern lernen. Wie gesagt, bald Level 34. Es ist Level 34 und schaut mal auf die Initiation. 100 Initiationen. Das ist echt unglaublich bei Dictry. Also, Hut ab bei diesem Pokémon. Das ist enorm schnell. Dafür, dass es ein Mond-Pokémon ist. Nicht schlecht. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Das kann nicht sein. Doch. Wartet mal. Achso, hier war nichts. So, jetzt finde ich statt Supertrank Hypertrank. Warum nicht, ne? Alarm, Eindringlinge. So. Und Team Rocket möchte kämpfen. Der setzt Slimer ein. Mal gucken. Level 20. Da ist der Schneider reich. Ich versuch's einfach mal. Nö, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Da brauche ich ja einen Volltreffer bei Zerschneider, damit das hier mal Slimer besiegt. 385 Erfahrungspunkte. Ich denke, auch bei Smogon wird es nicht erreichen. Mach einfach Finale am besten. Schade. Alles, was sich in die Luft jagt, während ich oben oder tief unten bin, ist sehr gut. Also entweder Schaufler eingesetzt oder Fliegen eingesetzt habe, das ist wunderbar. Jetzt mache ich Zerschneider, das war eigentlich ein Fehler. Gut. Eieiei, Zerschneider macht wenig Schaden. Wenigstens macht der jetzt einen Volltreffer. Das Morgon wird wahrscheinlich ohne Volltreffer nicht draufgegangen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Ja. Raum war relativ sinnlos, man braucht ihn eigentlich nur wegen Lift. Aber wegen dem Lift brauchen wir erstmal den Liftöffner. Und den haben wir noch nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir uns den Liftöffner mal holen. Und eigentlich würde ich nicht gegen diesen Rocket kämpfen. Aber gut. Er hat schon von mir gehört, dass ich im Anmarsch bin. Auch sehr interessant natürlich. Maholo wird eingesetzt. Level 21. Mal gucken. Zerschneider dürfte reichen bei Maholo. Maholo. Ich weiß auch nicht, wie ich es genau aussprechen soll, obwohl es ein Pokémon der ersten Generation ist. So, 396 Erfahrungspunkte. Wieder ein Macholo. Mal gucken. Macht das einen Volltreffer? Nö. Fußkick. Sieht 9 KP. Ne, 11 KP ab, Verzeihung. Und auch das Maholo besiegt. 396 Erfahrungspunkte. Aber, ja, das reicht nicht. So, hier war, glaube ich, noch irgendwas. Wieder eine TM. TM 10. So, mal gucken. Ich glaube, hier hinten war doch irgendwas auch noch. Hallo, hier nix? Oder? Komm, ich habe jetzt keine Lust auf unsichtbare Itemsuche. So, gehen wir einfach mal hier runter. Das war eine sehr weise Entscheidung. So, das ist eine Treppe. Brauchen wir noch. Ah, hier ist es Sonderbombe. So. Ja, toll. Mal gucken. Gut, wir müssen definitiv die andere Richtung gehen. Dann müssen wir hier lang. Andere Möglichkeiten gibt es gar nicht. Jetzt gehe ich erstmal den Weg gucken. Gehen wir doch mal runter. Das war eine gar nicht so doofe Entscheidung gewesen. Das war aber auf Anhieb mal der richtige Weg. Wir kämpfen noch gegen diesen Rocket hier. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten, böser Junge. So, dieser Rocket möchte auch noch kämpfen. Setzen Randfratz ein, dass Level 20 ist.
So, das dürfte doch die Zerschneide reichen. Haben wir ja letztens festgestellt. So, Diktria hat ein paar Erfahrungspunkte. Radikal, da reicht der Zerschneider leider nicht mehr. Schlug Fehler und Schauflevert. Radikal treffen. Wunderbar, 496 Erfahrungspunkte noch. Bei Traumato würde ich direkt Schaufler einsetzen. Fund geht auch daneben. Volltreffer! Und Diktria erreicht Level 35 noch. Sehr gut. Und auch Diktria lernt den Schnitzer. Wunderbar. Ja, bitte. Immer vorsichtig sein, wenn ihr soll vergessen werden seht, weil dann kommt direkt das Pop-Up-Fenster und wenn ihr A drückt, verlernt es direkt die Attacke. Das wäre in dem Fall Kratzer gewesen, aber ich möchte jetzt Sandwirbel verlernen. Diktria lernt auch noch Erdbeben. Wird seine stärkste Attacke sein. Schlitzer aber wirklich stark bei Diktria, also da kann man echt nichts sagen und nicht meckern und so. So, ich würde mal sagen, in der Folge hier mache ich mal an der Stelle vor der Treppe Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Oder favorisiert sie diese. Meine Güte, das Wort ist sehr schwer, Leute. Also, ich verabschiede mich recht herzlich von dieser Stelle hier und sage bis denn, Servus und Tschüss.